Yo, yo, hier ist wieder euer Conny von Kulturschätze deiner Region und ich bin euer Bauingenieur mit der Leidenschaft für historische Gebäude. Und heute befinde ich mich in Montebaur und das ist in der Rheinland-Pfalz und wir erkunden heute dieses Schloss hier im Hintergrund. Wie das heißt und was es ist und woher es kommt, das erfahrt ihr jetzt. Das Schloss Montebaur. Text Wikipedia. Das barocke Schloss Montebaur ist das Wahrzeichen der Stadt Montebaur im Westerwald. Es steht weiterhin sichtbar in der Stadtmitte auf dem Schlossberg auf einer Höhe von 321 Metern über Normal Null und dient heute als Schulungs- und Tagungszentrum der Akademie Deutscher Genossenschaften. Beschreibung: Das Schloss besteht aus einer Vorburg und einem zweigeschossigen Hauptgebäude, das mit seinen vier Gebäudeflügeln einen fast quadratischen Innenhof umschließt. An den Ecken besitzt es dreigeschossige Rundtürme, die eine flache, geschwungene Haube als Dach besitzen. Sein mittelalterlicher Bergfried ist 33 Meter hoch. Hofseitig treten drei Treppentürme aus der gelb gestrichenen Fassade. Zur Schlossanlage gehören noch einige Einzelgebäude, darunter der im Barock umgestaltete Zwinger, der Marstall aus dem Jahr 1720 und der äußere Torbau mit der Jahreszahl 1588. Geschichte. Die Geschichte des Schlosses geht bis in das 10. Jahrhundert zurück. 959 fand ein Castellum Hubertense als Wohnsitz des Herzogs Hermann von Schwaben erstmals urkundlich Erwähnung. Kaiser Heinrich II. Übertrug die damalige Burg samt der dazugehörigen Grundherrschaft im Jahr 1018 auf den Trierer Erzbischof Poppo von Babenberg und damit auf das Erzbistum Trier. Erzbischof Theoderich von Wied ließ sie zur Sicherung der rechtsrheinischen Gebiete seines Bistums befestigen, konnte aber nicht verhindern, dass die Burg 1212 durch den Grafen von Nassau angegriffen und zerstört wurde. Inspiriert durch den Berg Tabor in Israel, ließ Theoderich die Anlage 1217 wieder aufbauen und nannte den Burghügel Monstabor, woraus sich das spätere Montebaur entwickelte. Und diesem Namen ist die Anlage 1227 erstmals urkundlich erwähnt. Die Burg wurde nachfolgend von einem Burghauptmann verwaltet. Sie diente zugleich als Amts- und Wohnsitz von bischöflichen Amtsmännern und wurde durch Burgmannen bewacht. Um 1400 betrug deren Anzahl 53. In der Zeit um 1280 wurde der Bergfried der Anlage errichtet, aber um 1520 erfolgte der Umbau des mittelalterlichen Wehrbaus zu einem vierflügeligen Renaissance-Schloss, dessen Kernsubstanz bis in die heutige Zeit überdauert hat. Zuvor hatte Kaiser Maximilian 1505 mit 500 Personen im Gefolge in der Burg übernachtet. Sein heutiges Erscheinungsbild erhielt das Schloss in den Jahren von 1687 bis 1709, als Kurfürst Johann Hugo von Orsbeck es von seinem Hofbaumeister Johann Christoph Sebastiani im Stil des Barocks umgestalten ließ. Die Deckenmalerei stammt vom Lazzaro Maria Sani Guinetti. Sie stellt Allegorien des Lichtes und Personifikationen der vier Elemente Luft, Erde, Feuer und Wasser dar. Die Anlage diente noch bis zum Ende des 18. Jahrhunderts als Residenz des Trierer Erzbischofs, ehe der letzte Kurfürst Clemens Wenceslaus von Sachsen 1794 vor französischen Revolutionsherren flüchtete und der Kurstaat 1801 aufgehoben wurde. Der ehemalige Trierer Besitzungen und damit auch das Schloss Montebaur fielen an das Herzogtum Nassau-Weilburg.
Die Herzöge von Nassau nutzten die Anlage nachfolgend als Jagdschloss. Ab 1851 waren die Gebäude bis 1880 Sitz des herzöglich-nassauischen simultanen Schullehrerseminars. Ab 1868 dienten sie zugleich als Sitz des Landratsamtes und bis 1945 auch als Wohnung des Landrats des Unterwestterwaldkreises. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Schloss von 1946 an als Verwaltungssitz des Regierungsbezirks Montabaur genutzt. Im Jahr 1969 erwarb die Deutsche Genossenschaftskasse die Anlage, die anschließend durch das Schulze-Delitzsch-Institut und die Bundesgenossenschaftliche Schule Raiffeisen e.V. genutzt wurde. Nach dem Zusammenschluss beider Institute 1978 zur Akademie Deutscher Genossenschaften kaufte diese das Schloss und wandelte es in ein Seminar- und Tagungszentrum um. Seit 1970 dient Schloss Montabaur als bundesweites Zentrum für die Managementqualifizierung von angehenden und aktuellen Führungskräften der Genossenschaftsbanken sowie der genossenschaftlichen Waren-, Handels- und Dienstleistungsgenossenschaften. Außerdem betreibt die Akademie Deutscher Genossenschaften dort ein 4-Sterne-Hotel mit rund 300 Zimmern. Mit über 70.000 Übernachtungen zählt Schloss Montabaur zu den größten Hotelbetrieben in der Rheinland-Pfalz. Literatur. Markus Wild. Schloss Montabaur, Einblicke in die historische und kunsthistorische Entwicklung eines bedeutenden Baudenkmals. Akademie Deutscher Genossenschaften, Montabaur, 1995. Weblinks. Webseite des Schlosses. Schlosspanorama. Beitrag über Schloss Montabaur beim Korpus der barocken Deckenmalerei in Deutschland. www.wikipedia.de Suche Schloss Montabaur. Hier möchte ich euch etwas ganz Schönes zeigen. Es gibt sogenannte Mauerschlaudern, wie zum Beispiel hier jetzt die 7 oder die 0. Mauerschlaudern dienen dazu, um das Mauerwerk mit Deckenbalken zum Beispiel zu verbinden, der sogenannte heutige Maueranker. Und die triftigen Schmiede von damals haben hier diese Schlaudern als Jahreszahl gemacht und hier lesen wir 1709. Ist das nicht schön? Das ist noch wahre Handwerkskunst. Herrlich. Ich möchte euch nicht vorenthalten, wen ich auf meiner Reise entdeckt habe. Das ist Curti. Curti ist eines der seltenen Montabaur-Schlosseichhörnchen. Sie wurden gezüchtet, um das Schloss eine gewisse Lebenskraft zu verleihen, um die Touristen, die sich da täglich, wöchentlich, monatlich und jährlich bedienen, natürlich auch zu verglücken. Und hier sehen wir Curti, wie er einfach mal chillt. Curt ist ein europäisches Eichhörnchen und weiß sein Leben gut zu schätzen. Er macht Touristen glücklich, sucht Nüsse, springt von Baum zu Baum und ist einfach nur glücklich, dass er mit diesem historischen Gebäude ein wunderschönes Zuhause gefunden hat. Darüber hinaus freut er sich so arg über dieses historische Gebäude, dass er jeden Tag in der Früh aufsteht und vor Glück von Baum zu Baum springt. Beobachten wir noch etwas in einer meditativen Art und Weise unseren Kurt und schauen mal, was er so macht. Er ist ein Experte der Tarnung und weiß es sehr wohl, sich gut zu verstecken. Und in diesem Sinne zeigte mir den Mittelfinger und sagte: Corny, lass mich in Ruhe. Was euch auch ebenfalls nicht vorenthalten sollte, abgesehen von europäischen Eichhörnchen, sind europäische bzw. deutsche Mauern. Und was ihr hier seht, ist nicht nur eine Mauer, sondern ein sogenannter Strebepfeiler. Strebepfeiler ziehen sich, so wie in dieser Mauer,
in diesem Ringmauer immer wieder in dickeren Architekturen ab und stellen eine Verbreiterung der Mauer dar. Wofür ist ein Strebepfeiler also wichtig? Nämlich um die statische Last, also die Kraft, die da aus Erddruck und aus Gebäudedruck, die da auf dem Boden lastet, anfällt, in das Mauerwerk zu übernehmen und dann über diese dicke Mauer in das darunterliegende, circa 10 Meter tiefere Erdreich zu bringen. Das sind die Strebepfeiler. Und darüber hinaus sehen wir hier jetzt auch noch zum Abschluss wieder einen Rundturm. Und vielleicht ist das interessant für euch. Ich liebe die Farbe Gelb. Und diese sieht man wunderschön von der Autobahn aus. Ja, so. Und jetzt haben wir einmal den kompletten Rundgang um die Burg bzw. um dieses wunderschöne gelbe Schloss gemacht. Ja, ich lasse mich natürlich nicht unterkriegen, auch von einer verschlossenen Tür nicht. Dann kann man auch trotzdem die Herrlichkeit von außen unglaublich schön sich anschauen und sich zumindest vorstellen, wie prachtvoll es erst denn innen sein darf, wenn wir schon von draußen solch eine fulminante Schönheit wie zum Beispiel hier die verschiedenen kleinen wunderschönen Büschelchen an bunten Blümchen gefunden haben. Ja, meine Frisur wächst auch täglich mehr und bald kommt die Wikinger-Frisur, lasst euch überraschen. Wenn euch das also gefallen hat, ich bin neuer Bauingenieur und ich zeige euch die wunderschönen alten historischen Gebäude. Wenn die Sonne lacht, dann bin ich sowieso draußen unterwegs. Wenn es schneit und wenn es regnet, ich höre niemals auf, historische Gebäude für euch zu retten. Nein, eigentlich rette ich sie nur für mich, weil ich einfach total drauf stehe. Und ja, dafür ist Kulturschätze deiner Region angetreten, nämlich um alle historischen Gebäude weltweit zu retten. Und anfangen tun wir in Good Old Germany, weil irgendwo muss man ja mal anfangen und der erste Schritt beginnt mit der ersten Reise oder was? Die Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Was schon? Ich. Also von dem her heute ein zünftiges Servus aus Montebaur in Rheinland-Pfalz und das nächste Video aus der Welt. Euer Corny, euer Bauingenieur mit der Leidenschaft für historische Gebäude und für Kulturschätze deiner Region. Yeah! Peace!